Willkommen zu einem weiteren Part von Unturned Normal Reset. Heute Tag 3. Und ich hoffe, wir werden hier schon etwas mehr schaffen. Wir sind hier schon in St. Petersburg und ich hoffe, wir werden hier schon etwas mehr Glück haben. Ohne groß weiter zu labern, werden wir schon mal weiter anfangen. Ich glaube, also hier, wir sind hier immer noch auf der. Toll. Also sagen wir so, wir haben schon den Fall verschossen wegen diesem komischen Bug, weil diese Zombies, die tun meistens, sagen wir mal so, die KI von den Zombies ist manchmal auch wirklich komisch, weil manchmal rennt man von denen weg, auf einmal bleiben die stehen. Hier ist der Fall eingeschlagen. Aber meine Nase ist ein bisschen verstopft. Haben wir eigentlich Licht? Nein, haben wir nicht, meine ich. Ich glaube, ich sollte mal hier die Tabletten hier mal nehmen. Die Pillen, Painkillers, die Schmerztabletten und ich. Oh Gott. Ich schmeiß einfach mal diese ganzen Gaugeschütze weg. Hoppa. Aua. Geh weg. Übrigens wollt ihr überhaupt wissen, was die Adrenalinspritze kann? Die kann, wenn ich, wo ist der Pfeil eingeschlagen? Ich finde gerade den Pfeil nicht oder ich bin blind. Adrenalin füllt die Geschwindigkeit wieder neu auf. Toll, es fehlt mir ein Pfeil. Ich kann hier leicht irgendwie Licht machen. Ach da. Ich kann mich hier schon ein bisschen mehr mit den Zombies hier anlegen wegen der Armbrust, weil die ist halt nicht laut. Ich one-shot die ganzen Zombies einfach in den Kopf. Hui. Irgendwie wollte meine Maus gerade nicht klicken. Fail. Hä? Nein! Ich sehe gar nichts. Ich halte mich mal wieder hoch. So, wir haben einen Benzinkanister gefunden. Den können wir hier bei dem Benzintank nutzen. Hier steht sogar auch dann noch, wie viel man übrig hat. Oh Gott. Na. Nicht dein Ernst, oder? Stirb doch mal! Bitte stirb nicht! Was? Ist es nicht dein Ernst? Oh Gott. Oh mein Gott. Ja, ich würde sagen, das wäre es für nochmal Reset. Oh Gott. Ja. Ich werde jetzt einfach mal ein bisschen. Hier seht ihr meine normale Kleidung. Ich zeige ein bisschen was über diese Map. Kann ich überhaupt schon D machen oder liegt es an. Ja, okay, ich kann Tag machen. Ich könnte mal ein bisschen was Lustiges zeigen. Keine Ahnung. Was könnte ich denn bitte zeigen? Ich kenne ein bisschen Cheat und zwar Add. Vehicle. Das war mein Handy. Das war 901. Warte. J war ja Anfangsbuchstabe von mir. 901 war das. Ich glaube, da. Ich spawn mal noch mein Dingens. Add Vehicle. Oder Vehicle mit K. Vielleicht. Und dann mache ich erstmal den da. Moment, wie nehmen wir überhaupt schon auf? Wir sind ja richtig früh gestorben. Oh Gott. Ja. Mache ich mal ganz kurz Spectator Mode. So.
Hier bin ich. Mit F2 kann ich dann Shift und F2. Ich sagte Shift F2. Das kann ich auch mit meinem Charakter so laufen. Oh Gott, das ist gerade wirklich dumm gewesen, wie ich gestorben bin. Fliegen wir mal ein bisschen über die Russland-Map drüber. Um die Map ein bisschen was zu zeigen. Also ihr könnt eigentlich jetzt schon ausschalten, weil es bringt euch eigentlich nichts. Ich zeige euch nur, wie diese Map aussieht. Rechts wären die Firewatch Base, also diese Feuer-Guck-Basis da, wo sie mit der Basis ein bisschen nachgucken wegen Feuer. Hier sogar, warte, den Namen kenne ich, das ist Camp Elia. Es gibt auch eine Death Zone, zwei Death Zones sogar. Eine ist da drüben irgendwo im Wasser. Oder da drüben irgendwo im Wasser. Das ist eine Ölraffination. Und ich glaube, da drüben sehen wir schon. Nee, das ist es nicht. Da drüben ist Moskau sogar schon. Da drüben ist. Ich glaube, das ist St. Petersburg. Das ist, warte, ich weiß jetzt nicht, wie es genau heißt, aber es ist, glaube ich, diese Zugstation. Die führt dann da drüben hin zu der, Moment, hier drüben hin, irgendwo in da drüben und da drüben. Da ist, glaube ich, diese, Savot, oder wie heißt es? Ja, ich glaube, Savot, so wird es auf Russisch ausgesprochen. Das ist so eine Panzermachfabrik und hier ist ein Heli gespawnt, so ein Polizeihelikopter. Irgendwie ladet gerade hier die Map nicht. Ich glaube, das liegt daran, weil ich die ganze Zeit durch die Gegend fliege. Hier ist dann dieses Moskau-Gebäude. Da drüben wird das Gras etwas dunkler. Da drüben ist schon die Death Zone. Hier sieht man die, aber was ich dort befinde, möchte ich da nicht spoilern. Und was ich vergessen habe zu diesem Spiel zu sagen, es gibt auch noch einen neuen, noch einen Zombie. Also ich erzähle euch mal kurz alle Zombie-Art, bevor hier dieses Video vorbeigeht. Und zwar es gibt den normalen Zombie, der rumgeht. Den Zombie-Crawler, der liegt hier auf dem Boden. Der Runner, der läuft ja, den habt ihr am meisten gesehen. Dann haben wir so einen Zombie-Giftspucker, so einen Spitter. Ein Feuerzombie, der explodiert im Feuer, wenn man ihn tötet. Also bestens im Fernkampf töten. Und dann gibt es einen radioaktiv verstrahlten Zombie. Das sind alle Zombies in der Death Zone. Die explodieren auch wie so ein Boomer. Dann gibt es, wie heißt es, den Zombie-Geist. Der versucht immer einen zu umgehen und wird zu unsichtbar und lila. Und es gibt dann auch einen Zombie-Hulk. Ich kann euch mal kurz alle Hulks sagen, und zwar auf der Map PEI oder Pi, das ist diese Kanada-Map, da hat der Zombie-Hulk so eine grüne Kleidung. Der auf Washington hat der Zombie-Hulk eine, also das sind also Militär-Zombie-Hulk. Auf Washington hat er eine, wie heißt es jetzt, so eine Desert-Kleidung. Auf Yukon hat es einen Strahlenschutzanzug, so ein riesiger Zombie mit Strahlenanzug. Auf der Russland-Map hier gibt es sogar zwei Zombie-Hulks, und zwar einmal den normalen russischen Militär-Zombie-Hulk und auch ein Spec-Ops-Zombie-Hulk. Mit Spec-Ops-Kleidung, ist auch so eine Militärkleidung. Und ich würde sagen, das wäre schon für das erste Normal-Reset-Projekt. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und tut mir leid, dass ich so früh gestorben bin. Tschüss. Oder, wieso kann ich das hier denn nicht beenden? Ich bin zu dumm dafür. Okay, dann bis zum nächsten Mal und tschüss.